Wir sind hier heute in Würzburg, an der Universität Würzburg. Ich besuche jetzt die Kontakt- und Informationsstelle für Studierende mit Behinderung und chronischer Erkrankung. Abgekürzt ist der Name KISS. Ich bin jetzt hier bei KISS und treffe hier Frau Sandra Ohlenforst. Sie ist die Leiterin von hier. Hallo. Hallo. Sie sind die Leiterin von hier, von KISS. Welche Aufgaben haben Sie? Ja, welche Aufgaben habe ich? Ich habe sehr viele Aufgaben. Ich bin zum einen die stellvertretende Beauftragte für Studierende mit Behinderung und chronischer Erkrankung hier an der Universität Würzburg, leite halt eben auch KISS, berate Studieninteressierte, Studierende und Hochschulabsolventen, aber auch Schülerinnen und Schüler mit Behinderung und chronischer Erkrankung. Unterstütze diese Personengruppen beispielsweise bei der Beantragung von Nachteilsausgleichen, bei der Suche nach einer Studienassistenz, aber auch bei der Beantragung einer Studienassistenz oder von technischen Hilfsmitteln beim überörtlichen Sozialhilfeträger. In der Regel ist das dann hier auch der Bezirk Unterfranken. Dann in einigen Fällen ist ja auch barrierefreier Wohnraum notwendig. Da unterstütze ich natürlich auch bei der Suche, auch in Zusammenarbeit mit dem Studentenwerk Würzburg. Ich halte auch Vorträge, auch extern, besuche Fachtagungen und vertrete da auch den Beauftragten der Hochschulleitung für Studierende mit Behinderung und chronischer Erkrankung, den Herrn Professor Lelgemann. Organisiere auch das bayernweite Treffen der Beauftragten der Hochschulen und Universitäten. Das ist so grob das Aufgabenspektrum. Welche Studenten kommen hierher oder wer studiert hier? Also wir haben Studierende mit einer körperlichen Behinderung, das ist aber eher selten, muss ich zugeben. Also wir haben recht wenige Rollifahrer zum Beispiel. Wir haben aber dagegen viele Studierende, die in die Beratung kommen mit einer psychischen Erkrankung, wie beispielsweise Studierende mit einer Depression, mit Angststörungen, aber auch mit Psychosen zum Beispiel, die dann zum Beispiel auch schon länger auch in psychotherapeutischer und auch psychiatrischer Behandlung sind oder auch schon für eine längere Zeit in stationärer Behandlung waren. Dann kommen Studierende in die Beratung mit Legasthenie beispielsweise oder auch mit einer Sehbehinderung. Ja, und auch Studierende mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, aber auch Autisten, die in die Beratung kommen und auch die Unterstützung in Anspruch nehmen. Das ist ja sehr interessant, es sind so verschiedene Behinderungen, chronisch Kranke, andere Behinderungen. Mhm. Wer betreut die denn, wer unterstützt die denn, wie läuft das ab? Können Sie da ein Beispiel bringen, wie das dann umgesetzt wird? Genau. Also viele kommen ja auch schon, ich sag mal, vor Bestehen des Abiturs auch in die Beratung und schauen sich erst auch mal die Universität an, fragen nach, welche Unterstützungsmöglichkeiten es denn überhaupt gibt. Ich kläre dann darüber auf. Beispielsweise hatten wir auch einen Studenten mit einer starken Sehbehinderung, mit einer Restsehfähigkeit von 2%. Der hat sich dann auch bewusst für die Universität Würzburg entschieden, weil er halt hier unter anderem auch die Möglichkeit hat, Unterlagen über den Umsetzungsdienst für blinde und sehbehinderte Studierende halt umsetzen zu lassen. Dann ein Student mit Autismus, also vom Asperger-Typ, hat sich auch für Würzburg entschieden. Ich habe halt dabei unterstützt, dass er auch eine Studienassistenz bekommt. Ja. Ein Autist, wie funktioniert das? Der ist ja in einer anderen Welt. Wie kommuniziert er? Wie funktioniert das Ganze?
Also bei den Betroffenen, die jetzt so in meiner Beratung waren, die kommunizieren eigentlich noch recht gut. Da klappt die Kommunikation ganz gut. Klar merkt man schon halt ein, ja, schon, es ist schon ein anderes Sozialverhalten. Ne? Ganz klar auch, also vom Blickkontakt her ist das natürlich ganz anders, als wenn jemand kein Autist ist. Aber da, also von der Kommunikation her, klappt das ganz gut. Und wie gesagt, die brauchen aber im Studium entsprechend auch eine Assistenz, um auch den Studienalltag einfach strukturiert zu bekommen. Und hier werde ich auch intensiv unterstützt durch das Servicezentrum für innovatives Lehren und Studieren, dem CIELS, die entsprechend auch die Gelder zur Finanzierung der Studienassistenzen zur Verfügung stellen. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten. Mhm. Können Sie mir sagen, wie viel Hörgeschädigte, wie viel Blinde oder wie viel insgesamt Behinderte, wie viel Studierende sind da in Würzburg ungefähr momentan? Ist schwierig, diese Frage zu beantworten, weil wir aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht, ich sag mal, genaue Daten haben, wie viele Studierende mit Behinderung jetzt eigentlich an der Universität Würzburg studieren. Ich mache das halt immer aus von der Anzahl der Beratungen aus. Also im letzten Jahr haben wir 254 Beratungen durchgeführt, 2011 waren es 214. In diesem Jahr sind wir jetzt schon bei 200 etwa Beratungen. Ein großer Anteil der Beratungen, die ich durchführe, betrifft psychisch kranke Studierende, macht ungefähr 85% aus. Das ist schon eine hohe Anzahl, das ist sehr, sehr viel. Ja, und ich habe auch das Gefühl, dass wirklich diese Anzahl auch, das wird halt immer mehr, also ist schon feststellbar. Das sagen aber auch die Kollegen bayernweit, ne, dass da schon eine Zunahme von psychisch kranken Studierenden festzustellen ist. Natürlich haben wir dann halt auch blinde und sehbehinderte Studierende, Hörbehinderte auch, aber eher dann auch mit einer Schwerhörigkeit, beispielsweise aus der Medizin oder eine Studentin der Biologie. Die Beratung, die Sie machen, was sind die Hauptprobleme? Was merken Sie, was so das dominante Problem ist? Hauptproblem ist, das Studienpensum überhaupt zu schaffen. Hier ist es dann halt wichtig, auch zu schauen, kann man den Stundenplan individuell anpassen? Also das geschieht dann auch häufig, weil viele Studierende kommen dann mit einem Stundenplan an, der dann, ich weiß nicht, über 20 Semesterwochenstunden beinhaltet. Und das ist einfach zu viel. Dann sage ich dann von vornherein, je nach Erkrankungsbild auch, reduzieren, erstmal auf 12 Semesterwochen schon und dann schaut man erstmal, wie ist dieser Stundenplan dann umsetzbar. Dann ein Thema ist halt auch die Prüfungsdichte, weil Studierende häufig, die eine Erkrankung, auch eine schwere Erkrankung haben, nicht in der Lage sind, ich sag mal, zwei Klausuren an einem Tag zu schreiben. Da muss man halt schauen, dass man diese Klausuren halt einfach streckt. Thema ist auch die Bearbeitungszeit von Klausuren. Hier stellt man dann einen Antrag auf Nachteilsausgleich, zum Beispiel in Form einer Verlängerung der Bearbeitungszeit von Klausuren. Oder die Studierenden haben gerade auch, hatte ich kürzlich einen Studenten, der starker Diabetiker ist und der halt dann auch in Stresssituationen, gerade bei Klausuren steht man ja dann auch unter Stress, auch Probleme hat, den Blutzuckerspiegel entsprechend stabil zu halten. Und solche bekommen dann entsprechend auch Pausen während der Klausuren, um auch einfach was zu essen oder in ganz schlimmen Fällen dann auch Insulin zu spritzen. Gut. Insgesamt, wie viel... Also Sie betreuen hier an der Universität die Studenten. Sind Sie auch außerhalb tätig, wo Sie Leute betreuen oder aktiv sind? Genau, also ich arbeite mit der Klinik für Psychiatrie hier, der Universitätsklinik, zusammen. Da passiert das auch immer mal wieder, dass ich halt in die Klinik fahre und auch stationäre Patienten auch besuche und die dann auch berate.
Also haben Sie noch Kontakt zu anderen, zu Verbänden, zu Vereinen oder irgendwelchen Institutionen? Ja, ich arbeite schon. Es gibt ja, wie gesagt, das bayernweite Treffen der Beauftragten. Da bin ich ja auch immer zugegen, organisiere das auch mit. Da bespricht man ja auch verschiedene Themen, auch ich sag mal Änderung bayerisches Hochschulgesetz. Dann gibt es ja aktuell das Konzept inklusive Hochschule, was durch das Wissenschaftsministerium herausgegeben wurde im April 2012. Hier gilt es halt auch nochmal ein Forderungspapier zu erstellen. Also diese Aufgabe habe ich auch, also ich habe die Koordination letztendlich auch übernommen. Dann arbeite ich auch immer mal wieder mit dem Sozialverband VdK zusammen, mit dem Landesverband Bayern, aber auch mit dem Bundesverband. Ja, oder auch mit der Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung der Stadt Würzburg oder auch mit dem Behindertenbeauftragten der Stadt. Haben Sie auch Kooperationen mit anderen Hochschulen, auch zu Verbänden? Arbeiten Sie mit denen auch irgendwie zusammen? Ja, im Rahmen des Beauftragtentreffens der Bayerischen Universitäten und Hochschulen arbeite ich natürlich auch mit anderen Beauftragten zusammen, gerade wenn es auch darum geht, beispielsweise ein Forderungspapier zu erstellen, weil das Wissenschaftsministerium, das Bayerische, hat ja ein Konzept der inklusiven Hochschule herausgegeben im April 2012. Und hier gilt es halt dann auch zum Beispiel ein Forderungspapier zu erstellen, weil das Konzept an sich sehr gut ist, aber zur Verfügung stellen von finanziellen Ressourcen fehlt einfach in dem Konzept. Und ich denke, da muss das Ministerium einfach noch nachbessern. Es wird ein langer Weg werden, bis dann letztendlich Gelder fließen. Aber das ist zum Beispiel ein Thema, was man dann halt auch entsprechend bespricht. Ja, dann arbeite ich ja auch mit dem Deutschen Studentenwerk zusammen, mit der Informations- und Beratungsstelle Studium und Behinderung, mit der IBS. Dann auch mit dem Sozialverband VdK, also bundesweit, aber auch Landesverband Bayern. Dann gibt es den Behindertenbeauftragten der Stadt Würzburg. Hier arbeite ich auch mit dem Büro des Beauftragten zusammen, gerade wenn es auch um die Schaffung von Barrierefreiheit geht. Also hier in Würzburg gibt es jetzt, befindet sich jetzt eine Verbindungsbrücke im Bau zwischen Hubland Campus Süd, wo wir uns jetzt gerade befinden, und Hubland Campus Nord. Und da hatten wir halt die Aufgabe, entsprechend zu schauen, dass diese Brücke auch möglichst barrierefrei wird. Da habe ich halt entsprechend auch mit dem Schwerbehindertenvertreter der Mitarbeiter zusammengearbeitet, aber auch mit dem Behindertenbeauftragten der Stadt Würzburg. Also wenn Betroffene kommen, dann organisieren Sie die Sachen, holen Informationen und so. Aber machen Sie auch so, dass Sie für sich selber Informationen holen, zum Beispiel Kontakt haben zum Gehörlosenbund oder zum Schwerhörigenbund Deutschland? Mhm. Haben Sie da auch Kontakte, oder? Da eher weniger, aber ich habe natürlich Kontakt auch mit der Mitarbeiterin des BHSA, genau, oder auch mit dem DVBS. Das ist ja der Verband für Sehbehinderte und blinde Akademikerinnen und Akademiker. Bündnis Barrierefreies Studium, mit denen arbeite ich ja auch zusammen und hole mir da auch Informationen ein. Oder Epilepsieverband beispielsweise, weil ja auch zwischendurch auch mal Studierende mit Epilepsie auch in die Beratung kommen. Das sind so Stellen, wo ich mir auch die Informationen hole, aber auch natürlich intern. Wenn ich Informationen brauche zu verschiedenen Krankheitsbildern, Klinik für Psychiatrie ist da ein guter Ansprechpartner. Ja. Oder natürlich auch Studierendenvertretung der Universität Würzburg, also intern letztendlich auch. Mit denen arbeite ich ja auch zusammen. Da gibt es zum Beispiel auch einen Arbeitskreis barrierefrei des Sprecherinnen- und Sprecherrats der Universität Würzburg. Und mit denen arbeite ich halt auch eng zusammen. Da führen wir auch gemeinsame Projekte durch, beispielsweise auch den Selbsterfahrungstag. Da können entsprechend auch
Studierende, Beschäftigte auch einfach mal versuchen, wie ist es denn, wenn ich mit dem Rolli übers Gelände fahre oder wie ist es, blind auf ein Hallenfußballtor zu schießen. Also das ist sowas, was wir halt dann auch gemeinsam halt auch organisieren. Das ist ein ziemlich großer Bereich, also es ist nicht wenig zu tun, es ist sehr viel. Das Hochschulsystem von Würzburg, von der Uni, wie sieht das denn aus? Wie ist der Aufbau, die Finanzierung, wer hat die Verantwortung, wie ist das Ganze strukturiert? Können Sie mir da vielleicht ein bisschen was davon erzählen? Also verantwortlich für KISS ist Professor Lägemann als Beauftragte der Hochschulleitung für Studierende mit Behinderung und chronischer Erkrankung. Wie gesagt, dann komme ich als Leiterin. Ich habe zusätzlich noch zwei studentische Mitarbeiterinnen, die Katrin Mück und Sarah Munz, die mich unterstützen, auch im Bereich des Umsetzungsdienstes für blinde und sehbehinderte Studierende. Und dann gibt es noch insgesamt fünf Studienassistenzen, die entsprechend zwei Studierende aktuell begleiten im Studienalltag. Genau, und dann habe ich noch zwei Mitarbeiterinnen, die zusätzlich nochmal den Umsetzungsdienst für blinde und sehbehinderte Studierende unterstützen. Genau, das zum Personal letztendlich. Und ich arbeite auch in Vollzeit. Seit März 2010 bin ich ja hier an der Universität Würzburg. Vorher war ich von 2005 bis März 2010 Interessenbeauftragte behinderter und chronisch kranker Studierende an der RWTH Aachen, war dort beim Allgemeinen Studierendenausschuss eingestellt und studiert habe ich Soziologie im Hauptfach mit den Nebenfächern Psychologie, Wirtschafts- und Sozialgeschichte, auch an der RWTH Aachen. Gut, zur Finanzierung vielleicht noch ein paar Worte von KISS. Herr Lägemann, also Professor Lägemann, hat vor 5 Jahren die Chance ergriffen, mit Einführung der Studienbeiträge entsprechend Gelder zu beantragen, damit eine solche Beratungsstelle entsprechend auch ins Leben gerufen werden konnte, weil auch er einfach die ganzen Anfragen, die Beratungsanfragen, die Begleitung von Begehungen hinsichtlich der Barrierefreiheit einfach nicht mehr bewältigen konnte. Er hat das dann letztendlich beantragt, es wurde dann auch bewilligt, auch in den vergangenen Jahren immer bewilligt. KISS wird jetzt aktuell zu 50% aus Studienbeiträgen finanziert und zu 50% aus dem BMBF-Projekt Qualitätspakt Lehre, weil auch ein Bestandteil letztendlich ist die Weiterbildung von Lehrenden. Hier bieten wir ja auch seit letztem Jahr auch regelmäßig das Seminar an psychisch kranke Studierende. Wie gehe ich als Lehrender damit um und wie erkenne ich auch erste Anzeichen einer psychischen Erkrankung? Genau, und jetzt gibt es ja die Studienbeiträge ab Wintersemester 2013/14 nicht mehr. Es wird aber Kompensationsmittel geben und KISS wird dann entsprechend jetzt erstmal bis Ende September 2014 über diese Kompensationsmittel dann zur Hälfte dann weiterfinanziert. Und letztendlich muss man dann schauen, ja, was draus wird letztendlich. Also man sieht schon letztendlich, dass der Bedarf da ist, dass die Studierenden auch die Unterstützung brauchen. Und dass einfach, ja, dass Arbeit genug da ist letztendlich. Gut, ich bin ein bisschen neugierig. Jetzt würde ich gerne wissen, was war der Hintergrund, was war der Grund, warum Sie hierher gekommen sind? Ach, das war eher irgendwie ein Zufall. Also ich war in Würzburg hatte ich einen Arzttermin letztendlich und habe dann gedacht, ich kann diesen Arzttermin verbinden mit einem Besuch der Universität Würzburg und auch der Beratungsstelle, weil ich ja schon immer mal auch auf verschiedene Internetseiten gehe und schaue auch mal, was andere Universitäten denn machen. Natürlich war ich dann auch auf der Seite von der Uni Würzburg, habe dann halt gesehen, dass es KISS gibt und wir haben dann einen Termin vereinbart, also auch mit meiner Vorgängerin und wir kamen dann ins Gespräch
Und die Frau Klostermann, die damalige Leiterin, ist dann an die Universität Bremen gewechselt und dann ja, hat sich die Chance ergeben, sodass ich mich dann hier auf die Stelle beworben habe und habe dann entsprechend die Stelle auch bekommen. 5 Jahre gibt es diese Stelle jetzt, 5-jähriges Dienstjubiläum dann quasi. Und wie ist die Entwicklung anfangs im Vergleich zu jetzt? Ja, ich denke mal, bevor ich hierher gekommen bin, war eher der Schwerpunkt Beratung, oder auch ja, einfach Schwerpunkt Beratung von Studierenden und Studieninteressierten. Ja, und ich habe ja immer mal wieder Ideen und wollte KIS auch letztendlich weiterentwickeln, auch mich bildungspolitisch letztendlich auch jetzt im Rahmen der Diskussion um die inklusive Hochschule auch voranbringen. Und wir haben dann entsprechend KIS auch ausgeweitet. Wie gesagt, wir haben ja immer noch den Schwerpunkt Beratung, aber auch entsprechend das Thema barrierefreies Bauen, dann auch die Studienassistenz, den Hilfsmittelpool, den Umsetzungsdienst für blinde und sehbehinderte Studierende. Also ich denke, von der Entwicklung her kann man schon sehen, dass wir KIS einfach ausweiten konnten. Ich glaube, Sie haben bestimmt irgendwelche interessante Orte hier, die Sie mal vorzeigen könnten. Genau, ja, es gibt einmal das Gebäude, neue Hörsaalgebäude am Wittelsbacher Platz. Dies dient sozusagen so ein bisschen als Modellprojekt, gerade auch von den barrierefreien Maßnahmen, gerade zum Beispiel Blindeninfotafel, Leitsystemen, Kontraste und dient letztendlich als Vorbild für alle weiteren auch Neubauten. Und dann haben wir auch Hubland Campus Nord, würde ich Ihnen auch gerne einfach mal zeigen, weil da kann man auch noch mal einfach die Umsetzung barrierefreier Maßnahmen sehen. Oh, das klingt ja interessant, würde ich gern mal sehen. Ja, dann kommen Sie, ich zeige Ihnen einige Projekte. Also wir sind jetzt hier am Wittelsbacher Platz und sehen vor uns das neue Hörsaalgebäude, in dem nahezu die Barrierefreiheit entsprechend umgesetzt wurde. Hier unten sehen wir das Blindenleitsystem, was jetzt neu angelegt wurde, befindet sich auch noch im Bau, ist noch nicht komplett fertiggestellt. Ich denke, und jetzt können wir einmal ins Gebäude gehen. Also hier ist entsprechend die Blindeninfotafel in Brailleschrift und entsprechend in ja, erhabenen Zeichen, sodass auch blinde Studierende entsprechend auch den Weg zum Hörsaal beispielsweise finden. Und hier entsprechend haben wir die Türschilder, die in einer entsprechenden Höhe auch für Rollifahrer entsprechend angebracht sind, mit einer Oberkante von 1,60 m, auch in Brailleschrift entsprechend und in erhabener Schrift, sodass die Schilder entsprechend dann auch von blinden Studierenden gelesen werden können.